Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Ich habe mir gedacht, wir schauen heute einfach mal, was die Karten uns sagen. Ja, ich würde auch sagen, ich beginne jetzt gleich. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich für jegliche Wertschätzung in meine Richtung bedanken. Vielen lieben Dank nochmal vorweg. Ich freue mich immer tierisch über die Sachen, die ihr mir zuschickt, über die Kommentare, über die Abos, die ihr mir da lasst und natürlich über die Treue meines Kanals. Einmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann es nur immer wiederholen, ja. Und bitte bedenkt, das Reading ist ein allgemeines Reading. Es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Spür dich bitte hinein, womit du in Resonanz gehen kannst. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir jetzt Mann zuschaust, drehst du bitte um. Und das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Genau, ihr Lieben. Und wir starten jetzt auch sofort und schauen mal, was sich hier zeigt. Wir haben die Königin der Stäbe. Wir haben hier die Zehn der Stäbe. Oh, schön. Und die Sonne. Das ist sehr gut. Die Mäßigkeit, auch eine sehr gute Karte zu diesem Reading, können wir gut gebrauchen. Sieben der Schwerter. Wow, und die Karte ist gegen das Stativ geflogen. Der Stern. Ja, wir haben das hier so, dass du momentan in einer Situation bist. Du bist ja als mein Zuschauer, als die Königin der Stäbe rausgefallen. Ja, das kann Löwe, Widder oder Schütze vom Sternzeichen sein. Ich nehme es tatsächlich so wahr, dass du hier momentan einige Belastungen im Leben hattest. Ja, es kann sein, dass du es hier mit einem Menschen zu tun gehabt hast oder immer noch hast, ja, der immer wieder gelogen hat, betrogen hat, jemand, der sich immer wieder aus dem Staub gemacht hat, ja, sieben der Schwerter, typische Verpisserkarte, und das hat dich hier wirklich angestrengt, ja, diese Verbindung hat dich angestrengt und irgendwie hast du hier, ja, du hast die Schnauze voll, muss man sagen, ja, also hier sieht man, dass jemand die Schnauze voll hat, hier versucht sich jemand wieder aufzustellen, hier versucht jemand in die Heilung zu kommen und das wird dir auch gelingen, ja. Ich glaube, dass du momentan deinen Fokus von diesem Gegenüber tatsächlich runternimmst und dich hier wieder den positiven Dingen widmest, ja, also die Belastungen gehen hier wirklich raus. Hier liegt eine Heilungsprozedur bei dir drinne und die kann sich tatsächlich sehr, sehr ja, anstrengend anfühlen, ja, passt auch zu den letzten Energien. Wir steuern jetzt auf den Neumond zu und ich habe das Gefühl, hier kommt etwas Neues in dein Leben, hier kommt auch eine neue Energie rein, die dir unheimlich viel Positives mitbringen könnte, ja, also ich habe das Gefühl, du wirst hier so ein bisschen so ein, wie so ein Höhenflug erleben, ja, du wirst ja auch in irgendeine Situation gebracht, wo du merkst, wow, ich habe hier etwas geschafft, ja. Dafür hast du aber auch wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen gelassen. Das muss man auch sein. Da passt das Lied von Contra K, was mir hier wirklich reinkommt. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Und wer das Lied nicht kennt, das Reading hier passt tatsächlich zu diesen, Musiktitel. Ja? Kleine Musikbotschaft nebenbei. Es ist hier wirklich so, dass ich das Gefühl habe, du hast ja auch eventuell gesundheitlich dich nicht gut um dich selbst gekümmert. Ja, es kann sein, dass du wirklich zu viel gegessen hast, zu wenig gegessen hast, zu viel Alkohol konsumiert hast. Vielleicht hast du versucht, irgendwelche Gefühle zu betäuben. Auch das habe ich hier drin. Ja, also es kann sein, dass du hier wirklich zu Substanzen gegriffen hast oder du hast übermäßig Sport getrieben. Ja, du bist an deine Grenzen gegangen oder eigentlich nein, nicht an deine Grenzen, sondern über deine Grenzen hinaus. So habe ich das hier. Und das war hier sehr, sehr anstrengend für dich. Du hast hier aber etwas, was du vielleicht jetzt auch noch nicht kommen siehst, ja, aber hier kommt eine neue positive Energie zu dir geflogen, ja, und die bringt dir hier Heilung mit. Und die bringt dir hier vor allen Dingen auch etwas sehr, sehr Schönes mit, nämlich jemand oder auch etwas, der dir dabei helfen wird, weil ich sehe hier auf dieser Karte, ja, dass hier ein Kelch geflogen kommt vom Universum. Das heißt, du hast hier Minimum, ja, die Hilfe des Universums.
Aber auch, ich nehme es ganz stark wahr, dass es hier Menschen gibt oder auch ein neuer Mensch, den du jetzt kennenlernen könntest, ja. Oder beziehungsweise jemand, mit dem es immer wieder Schwierigkeiten gab, der sich hier wieder meldet bei dir. Jedenfalls bekommst du hier einen Kelch gereicht. Und ich glaube auch, dass du eine ziemliche Klarsicht bekommen wirst. Ja, du wirst sofort eine Intuition zu dieser Situation oder zu diesen Menschen haben, wenn du hier mit in Resonanz gehst. Ich habe auch das Gefühl, dass du hier, wie gesagt, ganz, ganz groß beschützt bist vom Universum und hier Wünsche dir erfüllt werden, ja. Auch wenn du, sage ich mal, irgendwelche gesundheitlichen Probleme hattest, und ich rede jetzt hier wirklich nicht von schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen, sondern ich rede hier von allgemein, du hast dich vielleicht seelisch nicht so gut gefühlt, du hast hier vielleicht ein Ungleichgewicht gehabt, ja, vielleicht hast du wirklich, wie gesagt, irgendwelche Eigenschaften an den Tag gelegt, die dir nicht gut getan haben. Zu wenig Schlaf, zu viel geschlafen, keine Lust mehr am Leben teilzunehmen und so weiter und so fort. Das wird sich hier verändern, ja. Das Universum schickt dir hier, und das geht auch mit dem Reading von gestern ziemlich gut in Resonanz, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist hier so eine Weiterführung. Hier kommt wirklich was Schönes rein, etwas, was dir eine Wunscherfüllung mitbringt, ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es für die einen oder anderen sich noch ein bisschen ziehen könnte, aber die Zehen der Stäbe zeigen immer das Rausgehen der Belastungen an, ja. Und du drehst dich hier auch von den Belastungen weg. Das heißt, du drehst diesen Blockaden, diesen Hindernissen, drehst du den Rücken zu. Du hast hier wieder Kraft, du hast Stärke. Du bekommst hier zusätzlich Push vom Universum. Und generell bist du eh eine sehr zielstrebige und ehrgeizige Person, ja. Und ich glaube, dass du momentan viele, viele neue Ideen hast in dir, die du gerne in die Tat umsetzen möchtest. Ja, vielleicht hast du da auch immer wieder gehadert. Wie machst du das? Ja, weil dein Fokus lag auf einen Menschen, der sich hier immer wieder, sag ich mal, aus dem Staub gemacht hat. Ja, und das hat dich gebremst. Das hat dich hier schwergängig gemacht. Und diese Schwergängigkeit, nehme ich wahr, die geht hier raus. Und es kann natürlich auch für einige sein, dass genau dieser Mensch hier wieder auf dich zukommt. Ja. Ich lege da noch mal ein paar weitere Karten, weil bisher habe ich hier jetzt noch nicht direkt, dass jemand drauf zukommt. Was ist das? Doch, hier, der Ritter der Münzen. So, jetzt haben wir das. Entweder ist es wirklich jemand, der sich immer wieder rausgezogen hat, ja, der sich jetzt hier wieder meldet bei dir und das war auch dein Wunsch. Oder es ist wirklich ein, entschuldigt bitte, das ist wirklich hier jemand Neues, ja. Das kann hier auch sein. Ritter der Münzen könnte Stier, Jungfrau oder Steinbock vom Sternzeichen sein. Und hier habe ich das Gefühl, das ist eine relativ jüngere Person oder junger wirkende Person, ja. Und er wird hier vom Universum sozusagen in deine Richtung geschickt. Du sollst diesen Menschen begegnen. Es kann auch sein, dass du diesen Menschen über das berufliche Feld kennenlernst. Oder es ist ein Arbeitskollege oder jemand, den du irgendwie auch, ich kriege das Wort Wertschätzung, ja, also irgendwie wertschätzt du diese Person, wenn auch wenn du ihn kennenlernst, du merkst einfach so einen positiven Vibe von diesem Menschen ausgehend, ja. Natürlich kann es auch jemand sein, der sich in der Vergangenheit hier nicht so toll verhalten hat, der aber sein Verhalten schon versucht hier zu verändern, ja, und ehrlich in Zukunft mit dir umzugehen. Vielleicht hat man hier auch einige Dinge einfach unter Verschluss gehalten, weil ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass man eher vor den Gefühlen weggerannt ist, ja. Ich habe hier gar keinen wirklich so schwerwiegenden Betrug oder sowas drin. Das ist nicht das Gefühl, was ich habe, sondern ich habe hier eher das Gefühl, es ging darum, dass jemand eventuell immer wieder ins Off gegangen ist, ins On gegangen ist, ja, sowas schon, aber ohne, ja, wie soll man sagen, ohne eigentlich, dass er hatte hier Angst vor Gefühle, ja, also, weil du bist hier für jemanden die Sonne oder du wirst jetzt für jemanden die Sonne sein und hier kommt ein ehrlich gemeintes Angebot auf dich zu, ja. Das könnte hier tatsächlich auch für viele entweder in den frühen Morgenstunden oder in den Abendstunden passieren. Okay, was haben wir denn noch? Oder was kriegen wir noch? Ja, es kann natürlich sein, dass du das erstmal so gar nicht annehmen willst. Ja, also es kann sein, du lernst jemanden kennen und ich habe das Gefühl, irgendwie so, du bist zwar recht offen dafür, aber so wirklich
Weiß ich nicht. So wirklich hast du irgendwie das Gefühl, ach nö, habe ich irgendwie gar nicht so, also irgendwie lockt mich das nicht so ganz, ja. Hier sagen die Karten aber ganz ehrlich, hier ist es wert, wirklich mal einen näheren Blick drauf zu werfen, denn hier kommt etwas rein, womit du wahrscheinlich gar nicht gerechnet hast. Und ich habe das wirklich so, dass es was sehr Positives ist und was zumindestens, ja, wenn du auch sagst, nee, dieser Mensch, weil ich habe hier schon so eine leichte Abwehr von dir, ja, also du bist vielleicht offen, du redest mit diesen Menschen, aber du drehst dich auch ein Stück weit weg und ja, hast hier so ein bisschen dieses, nö, will ich jetzt irgendwie nicht, ja. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, dass dieser Mensch, du bist hier für so diesen Menschen irgendwie so ein Leuchtpunkt in der Ferne, wie so eine Sonne, ja. Also du bringst irgendwie gute Laune rein, du bringst irgendwie Spaß mit und vor allen Dingen ziehst du diesen Menschen wirklich an und es kann sein, dass es einfach auch nur deinem Selbstwert gut tut. Das muss man jetzt hier einfach auch sagen, ja. Selbst wenn du sagst, dieser Mensch ist jetzt nicht derjenige, den ich an meiner Seite haben möchte, dann ist es trotzdem so, dass es hier jemand ist, der dir einfach verhilft, aufzusteigen, ja, in eine positive Energie zu kommen. Sowas habe ich hier. Okay. Ja, dieser Mensch wird mit dem Ritter der Schwerter sehr, sehr plötzlich und unerwartet in dein Leben rauschen. Ich habe hier auch das Gefühl, wie gesagt, es geht hier um eine jüngere Person, es geht auch um eine Person, die schon sehr flirty mit dir unterwegs ist, aber eine gewisse Grenze einhält, ja, also nicht zu viel und nicht zu wenig reingibt in die ganze Geschichte mit dir. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sein kann, dass in der Vergangenheit du mit diesen Menschen mehrere Konflikte schon hattest. Beziehungsweise, dass es auch jemand sein kann, wo hier so ein bisschen ja, Zwist zwischen euch war. So kann man sich das vorstellen. Aber was man hier sieht, ist, dass dieser Mensch wirklich, vielleicht auch weil du dich von ihm abgewendet hast, weil du diesen Fokus weggenommen hast, ja, weil der Fokus geht runter von diesem Menschen. Das wirst du auch spüren. Kommt er hier mit 80 Sachen angeritten, ja, auf seinem weißen Pferd und ja, versucht hier wirklich irgendwie dir ein Angebot zu machen, ja. Also ich bin gespannt, was das genau für ein Angebot ist, weil das habe ich jetzt noch nicht. Ich möchte mal wissen, was ist denn das genau für ein Angebot? Was ist das genau für ein Angebot? Der König der Münzen. Also hier geht es um Wertschätzung. Hier geht es darum, dass man wirklich versucht, dir Stabilität und Sicherheit zu geben. Vielleicht gibt man dir auch irgendwas Materielles, ja. Vielleicht möchte man dich einladen, dich treffen, ja. Und du könntest es hier mit einer Person zu tun haben. Wie gesagt, ich habe ihn hier jünger wirkend. Ich habe ihn hier sehr mit der Natur verbunden. Es ist eine sehr geerdete Persönlichkeit, ja. Dieser Mensch könnte eine gute berufliche Stellung haben. Also es muss jetzt kein Chef sein, aber ich glaube auch, dass diesem Menschen unheimlich das berufliche Feld wichtig ist. Also ein sehr arbeitsamer Mensch ist. Und ich glaube auch, dass er grundsätzlich sehr tierlieb sein könnte. Das kriege ich hier durchgegeben. Und er hat eine Verbindung zu Steinen. Ich weiß nicht, warum das durchkommt, aber es ist wichtig. Dieser Mensch, vielleicht hat er besondere Steine bei sich zu Hause liegen oder er hat Steine im Garten, die dir sofort auffallen, ja, oder sofort aufgefallen sind in der Vergangenheit. Sowas kriege ich heute hier durch. Es kann auch sein, dass dieser Mensch grundsätzlich jemand ist, der so ein bisschen hart wirkt, so ein bisschen unnahbar, ja, weil er hat hier eine besondere Verbindung zu Steinen, das muss man jetzt wirklich sagen. Ich kriege das auch so rein, dass er hier so schon ein sehr familiärer Mensch ist, ja, also dem ist Familie unheimlich wichtig, dem ist auch das Umsorgen wichtig, also es könnte sein, dass dieser Mensch sehr fürsorglich ist, ja, gegenüber seiner Familie oder seinem Partner. Und ich habe das hier so, dass er, der steht voller Lebenskraft. Also dieser Mensch, der hat hier ganz, ganz viel Lebenskraft und hat auch einen guten gesundheitlichen Aspekt. Also auch das habe ich hier drin. Vermutlich kriege ich hier durch, dass er auf der Arbeit sehr viele reden muss. Es kann sein, dass er jemand ist, der sehr viele Diskussionen auf der Arbeit führt. Ja, auch das kriege ich tatsächlich durchgegeben.
Er könnte sportlich sein, muss er aber nicht. Ja, es kann sein, dass dieser Mensch sehr gerne, wie gesagt, in der Natur ist, draußen ist. Mir kommt ja auch durch, dass er eventuell, lass mich kurz mal reingehen, bevor ich was Verkehrtes sage. Ich will das nochmal genau wissen vom Universum. Okay, ich habe das Gefühl, dass er hier einen definitiven Hang zum Wetter hat. Also irgendwie ist das Wetter für diesen Menschen wichtig. Ja, vielleicht arbeitet er draußen oder keine Ahnung, das Wetter spielt eine Rolle für diesen Menschen. Ja, ich kriege nicht durchgegeben, ob Sonne oder Regen. Ich habe nur das, was mir reinkommt, ist das Wetter. Also das Wetter spielt hier eine Rolle bei diesen Menschen. Vielleicht, und das kommt mir jetzt noch durchgegeben, kann es sein, dass er sehr wetterfühlig ist, sehr wetteranfällig. Du merkst das bei diesen Menschen, zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, er unheimlich positiv gestimmt ist. Ja? Und wenn es regnet oder wenn es schneit oder irgendwie wirklich so ganz, ganz mieses Wetter ist, dass sich bei ihm etwas verändert. Vielleicht neigt er dazu, gesundheitliche Thematiken zu haben wie Kopfschmerzen oder irgendwie sowas. Auch sowas kriege ich hier durchgegeben, ja. Das kann natürlich auch bei dir der Fall sein, aber das kommt mir hier stark durch. Ich musste nur erstmal irgendwie checken, was die mir damit sagen wollten da oben mit dem Wetter. Okay, was kriegen wir denn noch hier zu dieser Person? Jetzt fragen wir mal noch zu dieser Person. Ja, dieser Mensch ist wirklich so, der möchte dich hier sehen, ja. Dieser Mensch möchte sich mit dir treffen, er möchte sich mit dir daten. Dieser Mensch erfüllt sich auch seine eigenen Wünsche, ja. Also ich glaube schon, dass er dann wirklich auch eine gute Stabilität in sich trägt, dass er, wie gesagt, dass er auch mit dir über die Dinge spricht, ja, die er sich vorstellt, die er sich wünscht. Und ich glaube, dass dieser Mensch hier ein Seelenpartner von dir sein könnte, weil hier sind mir zu viele, also das Universum führt euch hier gezielt zusammen, ja. So habe ich es. Auf jeden Fall wünscht er sich hier Dates, ja. Und diese Dates solltest du auch ruhig annehmen, weil wie gesagt, selbst wenn nicht, ja, selbst wenn du sagst, boah, nee, ich will das gar nicht oder das ist überhaupt nicht mein Typ, kann daraus auch eine tolle Freundschaft werden, ja. Also auch das wäre hier möglich. Auf jeden Fall wird er dir ein gutes Gefühl vermitteln, ja. Du hast das Gefühl irgendwie nicht wertvoll, das weißt du so oder so als die Königin der Stäbe, aber du wirst so hochgehoben, ja, und das tut dir gut. Vielleicht hilft es dir auch, gewisse Herausforderungen im Leben besser zu meistern, ja, wenn da ein Mensch ist, wo du merkst, oh, ich bedeute diesen Menschen auch etwas, also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, ja, dass hier geht es jedenfalls darum, dass dieser Mensch zur Unterstützung in dein Leben kommt. Das, was zu dir gehört, findet immer den Weg zu dir, das ist so. Früher oder später passiert das, ja, hier ist der Page der Münzen, das ist hier typisch für Seelenpartnerschaft, ja, also aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ich habe das Gefühl, ihr ähnelt euch auch sehr, nur dass er wahrscheinlich der ruhigere Part ist und du eher so dieses quirlige, feurige, ja, und er könnte immer wieder die Erdung bei dir erzielen, ja. Einerseits hebt er dich wirklich hoch und macht dir vielleicht schöne Komplimente und sagt dir schöne Dinge und andersrum ist es aber auch so, wenn du dann wirklich mal vielleicht abhebst, weil du bist hier schon irgendwie wie so eine Rakete, ja, dann holt er dich auch wieder runter auf den Boden der Tatsachen zurück. Also so einen Menschen habe ich hier und das ist auch gut so, weil als Königin der Stäbe, du hast hier unheimlich viel Feuer, du bist unheimlich attraktiv, ja, du bist ja auch für mehrere Menschen definitiv eine Augenweide, wo man wirklich gerne hinschaut. Du hast vor allen Dingen auch die richtige Ausstrahlung, ja. Das ist hier ein großes Kompliment, was die Karten hier rausgeben, was du wissen sollst, ja. Und vielleicht bist du dem dir auch noch nicht bewusst, du wirst es dir aber bewusst werden, definitiv, wenn du hier mit in Resonanz gehst. Okay, gut.
ja, es könnte, wie gesagt, für einige kann es wirklich sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der dich nicht loslassen wollte, der schweren Herzens wirklich einen anderen Weg gegangen ist, ja, weil vielleicht ja Einflüsse auch von außen waren oder weil irgendeine Situation in seinem Leben nicht gesund war, ja. Das kann hier wirklich Manipulation sein, das können hier Einflüsse von außen sein, die mir hier wirklich reinkommen, weswegen ihr beide nicht zusammen sein konntet, wenn du zum Beispiel in einem On-Off gewesen bist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch hier sich auf den Weg zu dir macht. Ja, man hat dich nicht losgelassen. Man schaut immer wieder aus der Ferne auch auf dich. Oder es ist, wie gesagt, ein neuer Mensch. Und du hältst hier noch so ein bisschen an etwas Altem fest, ja, so ganz bisschen hältst du da noch fest, du stehst auch mitten in deinen Gefühlen drin, ja, also du wirst hier eventuell nochmal mit Gefühlen konfrontiert, die dich traurig machen, ja, dennoch gehst du diesen Weg weiter. Also ich habe das Gefühl, dass du, weil wir haben hier die Trauerweide auf der Karte, ja, dass du mit einem weinenden und einem lachenden Auge voranschreitest momentan, ja, und so zeigt sich das hier auch in der näheren Zukunft an. Aber es wird hier der Sieg eingefahren damit, ja, also das, was du dir wünschst, kann hier erfüllt werden. Es kann auch sein, dass hier jemand wirklich versucht, dich zu erobern. Da schaut jetzt bitte jeder selber, wie das in eure Situation passt, was du auch möchtest und was du nicht möchtest, ja. Ich kann nur sagen, was die Karten hier sagen. Hier versucht dich jemand zu erobern. Dieser Mensch möchte gerne versuchen, etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Hier ist ein großer Heilungsprozess im Gange, ja. Hier ist Transformation angezeigt und hier geht es darum, dass jemand auch sein wahres Gesicht zeigt. Auch das habe ich hier, ja. Und ich glaube auch, dass du hier von gewissen Dingen oder von gewissen Situationen aus der Vergangenheit sehr enttäuscht gewesen bist von diesem Menschen. Ja, also wenn du hier auf jemanden aus der Vergangenheit schaust. Und ich habe hier auch wieder mehrere Einflüsse von außen, die eine Rolle gespielt haben. Auch das kommt mir durch diese Karte wieder durch, nämlich durch die Feuerstäbe heute. Ja, wird mir das ganz klar durchgegeben. Hier gab es Situationen, die ihn auch festgehalten haben und vielleicht war es der berufliche Aspekt, vielleicht waren es Familie, Freunde, Bekannte, ja, oder andere Einflüsse wie eine andere Partnerin, eine Ex-Partnerin oder sonstiges dergleichen. Auf jeden Fall waren hier Einflüsse, die er jetzt aber schafft zu überwinden. Und genauso ist es halt, wenn es ein neuer Mensch ist, er möchte dich hier erobern, ja, er möchte einen neuen Weg mit dir einschlagen. Die Frage ist, bist du dabei oder bist du da eben nicht bei? Und das entscheidet natürlich jeder selber. Auf jeden Fall wird er dir gut tun für dein Selbstwert. Ja, das kann ich hier sagen. Okay, was kriegen wir denn? Ich möchte noch so ein, zwei Botschaften zu dieser Person haben. Das Gericht, ja, es kann, wie gesagt, jemand aus der Vergangenheit sein oder beziehungsweise es ist eine sehr gerechte Person, gerechte Person, ja, der wirklich hier auch bereit ist also der ist selbstreflektiert. Ansonsten hat diese Person aus der Vergangenheit sich weiterentwickelt, ja. Hier hat man eine Entscheidung ganz klar für dich getroffen, die man dir auch mitteilen wird. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, hier hat sich jemand extrem weiterentwickelt. Hier entwickelt sich eine Situation extrem weiter, dadurch, dass du auch in Transformation bist, ja. Und vielleicht auch wirklich den Fokus von dieser Situation, die dir nicht gut getan hat, ja, runternimmst und dich erstmal wieder gut um dich selber kümmerst. Ja, das ist so der erste Step. Und natürlich fallen wir auch gerne mal wieder zurück in alte Muster, aber dennoch, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, ja, dann geht es weiter und dann merkt man auch, wie man peu à peu die Leiter hinaufsteigt und irgendwann, also diese Leiter ist für mich tatsächlich endlos, ja, also die Leiter hat kein Ende, man kann immer wieder eine Stufe höher steigen und manchmal nimmt man gleich drei Stufen, manchmal nimmt man halt eine
Und geht dann vielleicht auch nochmal zwei wieder zurück, ja. So ist das für mich, um euch das sinnbildlich zu verstehen, zu geben, ja. Also diese Lebensleiter sozusagen. Und hier sieht man, dass dein Gegenüber definitiv in diesem Reading, ja, mindestens zwei Stufen nach oben geht, ja. Und hier wirklich auch sehr selbstreflektiert ist und auch klare Entscheidungen treffen möchte, ja. Nämlich für die Verbindung mit dir. Das ist das, was ich hier habe. Und wie gesagt, auch wenn es ein neuer Mensch ist, dann habe ich das Gefühl, dass er eventuell auch merkst du, dass dieser Mensch ganz klare Entscheidungen trifft, ganz klare Kommunikation mit dir führt, ja? Und vor allen Dingen, er investiert in die Verbindung mit dir und das wirst du merken, ja? Also und diese Investitionen, das sind nicht nur ein Hi, wie geht es, ja, sondern das sind Investitionen, wovon ich rede, dass man dich einlädt, dass man auch sagt, hier, ich möchte, wann treffen wir uns denn wieder, ja? Also du merkst halt ein absolutes Interesse von diesen Menschen. Das ist das, was ich hier reinbekomme. So ein Mensch könnte jetzt zu dir kommen oder wie gesagt aus der Vergangenheit erneut auftauchen. Ich habe das auch das Gefühl, dass dieser Mensch eventuell und das kann jetzt auch noch mal für viele wichtig sein, schon einmal in irgendeiner Art und Weise eventuell verheiratet gewesen ist, ja? Oder wenn er das nicht ist, dann war er vielleicht mal verlobt. Auch das kommt mir stark durchgegeben. Ich kriege dann auch so ein bisschen damit rein, dass es hier eventuell, weil ich habe ja gesagt, er hat einen Bezug zu Steinen. Mir kommt das in Form von einem Ring rein. Ein Ring mit einem Stein. Das könnte wichtig sein. Vielleicht trägt er sowas, vielleicht hat er das auch um Hals als Halskette oder so. Das kriege ich gerade noch durchgegeben, ja. Und wie gesagt, für mich ist es noch so, dass dieser Mensch eine absolute Verbindung zu der Natur besitzt. Also das kommt mir hier wirklich stark durch. Eventuell hat er hier auch dir schon mal Sonnenblumen geschenkt, ja. Oder er hat, ich kriege jetzt rein, er hat einen Teich. Er besitzt eventuell einen Teich oder du besitzt einen Teich. Einer von euch beiden könnte auch einen Teich besitzen. Das kommt hier auch gerade noch durch. Okay, gut. Ja. Interessant. Wir schauen jetzt mal weiter mit den Orakelkarten, was die noch zu diesem Reading sagen. Ja, hier ist the Bunch of Flowers, das ist der Blumenstrauß. Ja, es geht hier um ein Geschenk, es geht um eine Einladung, es geht auch um eine Überraschung, ja, die hier auf dich zukommt. Und damit hast du wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Eine echt wunderschöne Karte, muss ich sagen. Wir haben das Crown Girl, hier ist die Fruchtbarkeit, hier ist der Selbstwert und die Kontrolle. Vielleicht hattest du nicht so viel Selbstwert, ja. Du wirst hier aber in deinen Selbstwert kommen und dieser Mensch wird dir dabei helfen oder ihr unterstützt euch auch gegenseitig, ja. Weil ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dieser Mensch, also ihr heilt euch gegenseitig, sagen wir es mal so, ja. Das kommt mir rein. Ich glaube auch, dass du es mit einem sehr intelligenten Menschen zu tun hast. Auch das kommt mir durch. Ja, und hier ist die Konkurrenz sozusagen, ja. Die Eifersucht, die Einflüsse von außen durch Dritte, Rivalen, ja. Also hier könnten wirklich Einflüsse gewesen sein, wie ich es schon gesagt habe, die aber wirklich jetzt in die Heilung auch gehen, ja. Wir haben hier im Unterdeck die Pharmacy, das ist die Apotheke, ja. Es geht hier auch um den Selbstbetrug, Vorgefühlen selbst wegrennen, ja. Auch das geht hier in Heilung und grundsätzlich kann es hier wirklich sein, dass diese Verbindung krank gewesen ist und die jetzt wirklich genesen darf, ja. Und hier nehme ich auch wirklich wahr, dass selbst wenn hier Beeinflussungen waren, ja, dass du hier wirklich die Kontrolle oder deinen Fokus bei dir lassen solltest, ja. Hier greift auch das Universum mit ein und lass dich dadurch wirklich nicht verunsichern. Bleibe hier wirklich in deinem Selbstwert und vor allen Dingen nutze deinen Verstand. Das kommt mir hier auch durch. Ja, wenn du gerade, wenn du auf jemanden schaust aus der Vergangenheit,
Ja, wo du auch weißt, da gibt es zum Beispiel Einflüsse von außen. So, wir haben hier den Skykeeper. Das ist einmal die Botschaften, die Zeichen, die Intuition. Ja, du bekommst hier im Schlaf definitiv Botschaften, also über deine Träume. Du bekommst, vielleicht findest du Federn, über Tiere bekommst du Botschaften, über Zeiten, Zahlen, über Buchstaben, ja. Und hier geht es um die wahre Liebe, ja. Es geht hier wirklich um die Erkenntnis der wahren Liebe und um einen Neubeginn. Und der kommt hier auf dich zu, ja. Entweder wirklich mit einem neuen Menschen oder für viele kann es hier auch wirklich um jemanden aus der Vergangenheit gehen. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch beschrieben, du wirst wissen, um wen das hier geht, ja, und wie gesagt, die Botschaften, die bekommst du definitiv. Du hast ja auch einen Schutz vom Universum und ich glaube, dass ihr im Moment eventuell wirklich auch einen Kontaktabbruch habt. Das kann hier sein. Oder es ist einfach wirklich sehr emotionslos zwischen euch abgegangen, ja. On-off. Man hat aber immer irgendwie nochmal ein Feuerzeug zurückgelassen am Tisch, ja, typische siebende Schwerterenergie, wo man nochmal unter einem Vorwand wieder auf der Bildfläche erscheint. Und ich glaube, dieses Spiel hat er hier schon öfter gemacht. Das war sehr, sehr anstrengend. Und du hast für dich hier entschieden, okay, du drehst dich jetzt um, du kümmerst dich um dich, du kümmerst dich um eine bessere Lebenshaltung, ja, oder beziehungsweise du veränderst hier sehr viel, ja. Du machst hier auch neue Projekte. Also ich habe das Gefühl, du wirst dich hier sehr, sehr vielen neuen Dingen widmen, die ich hier reinbekomme. Okay, wir haben hier vom Sternzeichen Löwe, Widder und Schütze, Löwe. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier Steinbock. Ah, hier hat ein Salto gemacht. Die Waage. Der Widder. Der Stier, die Fische, okay, zwei sind noch geflogen, Löwe und der Wassermann. Und im Unterdeck habe ich hier die Jungfrau. Ja, die Jungfrau. Genau, wenn dein Sternzeichen oder das deines Gegenübers jetzt hier mit gefallen ist, dann weißt du auch, dass hier eine Botschaft für dich mit drin sein kann, wenn du hier in Resonanz gehst. Ja, ansonsten, wenn du jetzt sagst, ja, oh, mein Sternzeichen ist aber nicht gefallen, mach dir da bitte keine Sorgen, das kann hier trotzdem dein Reading sein, ja? Bitte nagelt euch nicht zu sehr auf die Sternzeichen fest. Genau, jetzt schauen wir noch mit den Zeitkarten. Welcher Zeitraum wird hier wichtig? Oh, Freitag. Vollende etwas, lass einfach los. Ja, das tust du. Ja, du lässt die Belastungen hinter dir. Spätestens am Freitag wirst du merken, Freitag ist zum Beispiel auch wirklich hier die Venus am Start. Ja, also die Venus hat einen starken Einfluss am Freitag. Das ist für die Liebe, ja, für Herzensangelegenheiten. So, wir haben hier auch noch die 1, es geht fast so schnell, ein Tag, eine Woche, also auch die Zahl 61, die 19. Weil die 6 ist für mich auch immer wirklich so der Perspektivwechsel. Es kann auch die 9 sein, ja. Also 91, 16, 6. 1. 1. 6. 1. 9. 9. 1. Vielleicht hast du im Monat 6, 9 oder 1 Geburtstag oder an einem 6., 9. oder 1. Das kommt mir hier auch durch. Vielleicht machst du an einem Freitag immer etwas, ja. Vielleicht ist am Freitag immer etwas Besonderes bei dir, dem du nachgehst. Vielleicht kriegst du auch diese Einladung am Freitag. Oder wie gesagt, hier geht etwas fast zu schnell, ziemlich unerwartet, ja. Kommt hier etwas in dein Leben. Und das wird dir sehr, sehr gut tun, ja. So habe ich das hier. Ja, wir ziehen jetzt noch Krafttierkarten. Schau mal, welches Krafttier hier noch zur Seite steht. Ach so, was ich noch vergessen habe zu sagen, also bei den Zeiten, ja, also ich lege die Karten so gerne, weil die Zahlen dir eine Botschaft bringen kann. Es kann auch zum Beispiel sein, dass er in der Hausnummer 61 oder 19 wohnt oder Jahrgang 61 ist, ja. Oder zum Beispiel auch du diese beiden Zahlen immer besonders häufig siehst. Auch das ist möglich. Deswegen lege ich diese Karten so gerne. Ansonsten bitte nagelt euch niemals auf Zeit fest, denn Zeit ist relativ, ja. Und das Universum kennt keine Zeit. Aber es kann sehr gut sein, dass sich an einem Freitag etwas ereignet, ja. Zum Beispiel eine Einladung, ein Geschenk, eine Überraschung.
Ja, wir haben hier der Wolf, die Kraft des Waldes. Ich sage ja, hier ist jemand ziemlich mit der Natur verbunden. Ja, ich glaube auch, dass er eine ganz, ganz starke, wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung hinter sich hat oder immer noch gerade dabei ist. Auf jeden Fall führt er hier selbst sich. Ja, also ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür. Er ist eine Führungspersönlichkeit, ja, also er führt das Rudel an sozusagen. Diese Beeinflussungen haben damit keine Chance mehr. Wisst ihr, wie ich da, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wie ich das meine. Mir fehlen gerade echt die richtigen Worte, um das rüberzubringen. Aber er ist der Anführer eines Rudels sozusagen, ja, eines Wolfrudels. Vielleicht sagt ja auch der Wolf etwas. Vielleicht hat er, ich kriege durchgegeben, es kann sein, dass der Wolf eine ganz spezielle Bedeutung hat, ja, in diesem Reading. Also vielleicht mag er gerne Wölfe oder er findet das Tier faszinierend. Natürlich kann es auch sein, dass er irgendwas mit einer Jägerschaft zu tun hat. Das kommt mir jetzt hier auch noch durchgegeben. Das wird aber für wenige, wenn eintreffen, ja, oder resonieren, sagen wir es mal so. Wir haben hier noch die Eule, hier ist die Grenzgänger zwischen den Welten. Hier geht es darum, wirklich auch die Intelligenz, die Weisheit zu nutzen, ja. Und es geht hier darum, dass man hier wirklich zusammengeführt wird, ja, dass hier das Universum die Finger mit im Spiel hat. Ich habe auch das Gefühl, dass du hier wirklich Botschaften bekommst von eventuell Menschen, die schon vorangegangen sind, vielleicht bekommst du da auch Hilfe und Unterstützung. Du spürst es, du merkst es, ja. Es kann auch sein, dass du im Wald, weil, geh mal im Wald spazieren, ja. Vielleicht bist du mit ihm viel auch im Wald spazieren gegangen oder du wirst es tun mit diesem neuen Menschen. Du wirst merken, wie es euch beide immer näher zusammenbringt, ja. Also die Natur spielt hier eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und vielleicht sagen dir diese beiden Tiere auch etwas, weil es vielleicht deine Lieblingstiere sind oder du siehst sie häufig irgendwo in der Natur oder im Fernsehen zum Beispiel, ja. Oder es wird dir ein Bild immer wieder zugeschickt, wo ein Wolf oder eine Eule drauf ist. Dann kann das hier so eine Botschaft für dich sein, ja. Der Schaf und das Wolf, ja, hier hat jemand eventuell wirklich jemanden verletzt, ja, also der Wolf ist in der Lage, das Schaf zu reißen. Das ist das, was mir hier reinkommt. Irgendwas ist hier verletzt gewesen durch wahrscheinlich diese sieben der Schwerter, ja, durch vielleicht auch nicht ausgesprochene Gefühle, durch einfach sich verpissen aus irgendeiner Situation. Hier geht es aber um die Sanftheit zueinander, ja, und dass man hier auch wirklich wieder sanftmütig wird. Ich habe hier auch so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Ja, also du hast damit nicht gerechnet, wie stark diese Person sein kann. Ja, wie stark der auch an sich arbeiten kann. Der hat hier viel versteckt, der hat hier viel zurückgehalten, kommt mir hier tatsächlich rein. Und du wirst hier die Wahrheit erkennen, ja, du wirst hier eine Erkenntnis haben und das ist das wahre Gesicht, was dir jemand zeigt, ja. Und ja, das ist echt spannend. Und hier haben wir noch die Giraffe, Sanftmut, wieder der Sanftmut, ja, und auch der Frieden, der hier reinkommt zwischen dir und dieser Person. Hier kommt ein Frieden zustande, ja, das muss man schon sagen. Fakt ist aber, dass hier wirklich diese Situation momentan erstmal in der Heilung sein darf, ja, je nachdem, wann du tatsächlich in dieses oder seit wann du in diesem Szenario steckst, habe ich das Gefühl, wird es unterschiedlich dauern. Das kriege ich hier doch durch. Aber du kannst dir sicher sein, hier soll der Frieden wieder geschaffen werden. Und manchmal ist es auch einfach der Frieden in uns selbst, ja, mit einer Situation. Das bedeutet, zu akzeptieren, ja, und entschuldigt bitte, und einfach mit sich selbst und seinem Leben im Einklang zu sein. Und wie gesagt, hier kommt auch eventuell das Friedensangebot rein, ja, von dieser Person. Okay, schauen wir mal weiter mit den Engelskarten. Wir haben hier die Athene. Du darfst ruhig kraftvoll sein. Du weißt, mit deiner Kraft liebevoll umzugehen, sodass sie für dich und andere gut ist. Ja, und ich glaube, dass er das jetzt auch umsetzt. Ja, also dass du es umsetzt, dass er es umsetzt, dass ihr beide euch auch ein Stück weit spiegelt. Das kriege ich hier rein. Diese
Konkurrenz, diese Einflüsse, die da herrschen, ja, die wird man jetzt kraftvoll und liebevoll auflösen. So habe ich das hier. Also das ist echt, das ist gut. Vielleicht sagt dir der Buchstabe A etwas. Und was mir heute reinkommt, es kann sein, dass du einen Bezug zur griechischen Mythologie hast oder das Land Griechenland könnte für dich sehr, sehr wichtig sein. Wir haben das Ass hier, ja, also Serena. Ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Hab Vertrauen. Hier kommt das zu dir, was du verdienst, ja. Das, was du durch Blut, Schweiß und Tränen gelassen hast, das, was du jetzt verdienst, kommt zu dir. Nämlich, das ist etwas Schönes, ja. Nichts Negatives, wirklich nichts Negatives. Es geht hier um etwas Schönes, was auf dem Weg zu dir ist. Aufgrund dessen, dass du hier vielleicht eine Belastung nach der anderen hattest, ja, dass du immer wieder vielleicht auch 5 Schritte zurückgegangen bist auf deiner Lebensleiter, ja. Und trotzdem hast du dich wieder aufgerappelt, trotzdem hast du wieder deine ganze Kraft genommen und bist weitergegangen. Und dafür gibt es eine Belohnung vom Universum, ja. Und da darfst du wirklich vertrauen. Hier ist ein Ass, was du im Ärmel hast, was du wahrscheinlich noch gar nicht weißt. Denn hier bringt dir etwas ganz, ganz viel Glück. Okay, also auch der Buchstabe S könnte sehr wichtig sein. Kriegen wir noch eine Botschaft? Ja. Eine will noch. Die Rosetta. Du hast die Gabe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder aufzuziehen. Also entweder arbeitet hier einer auch mit jüngeren Menschen oder mit Kindern von euch beiden, ja. Oder auch das Thema Kinder spielt eine große Rolle oder wird eine große Rolle spielen. Dann das nächste, was ich habe, ist aber, und das ist, glaube ich, das Hauptthema, sind die inneren Kindarbeiten, die ihr beide gemeistert habt, woran ihr beide arbeitet, ja, und euch dadurch auch persönlich immer weiterentwickelt. Ja, hier war aber, mir kommt das Arsen rein, ja, das Arsen ist tatsächlich sehr giftig und ich glaube, dass diese Verbindung irgendwie vergiftet wurde durch diese Einflüsse, ja, und diese Vergiftung geht raus. Hier kommt Genesung rein. So habe ich das hier. Echt ein krasses Orakel schon wieder. Auch der Buchstabe R könnte für dich wichtig sein. Und jetzt legen wir noch ein paar andere Engelskarten. Was sagen wir die Antworten der Engel noch dazu? Vergebung, ja. Hier geht es um das Vergeben, ja. Hier geht es um das, was ich schon gesagt habe, um deinen eigenen inneren Frieden. Vergebung bedeutet nicht, dass du das tolerieren musst oder dass du das gut finden musst oder sagen musst, es tut mir leid, ja, was dieser Mensch vielleicht getan hat, sondern es geht darum, dass du für dich selber in die Vergebung gehst, ja, dass du dir vielleicht auch die Dinge vergibst, weil ich habe hier schon das Gefühl, dass du vielleicht selber dich auch teilweise gegeißelt hast, ja. Du hast dir vielleicht häufig die Schuld zugesprochen oder so. Und da gilt es auch, dir zu vergeben. Natürlich kann es auch sein, dass du einem Menschen vergeben solltest, um hier Frieden in die Situation zu bringen, ja. Zum Beispiel auch, gerade wenn es Einflüsse von außen gab. Natürlich ist es manchmal schwer, dort zu vergeben, je nachdem, was diese Menschen getan haben, ja. Aber trotzdem geht es nicht darum, das für gut zu verheißen, sondern einfach in den Frieden mit dir selbst zu kommen. Das ist hier mit gemeint, mit der Vergebung. Es liegt ganz an dir, ja. Es liegt ganz an dir, wie du da weiter vorgehen möchtest, ja. Dir wird hier auch Meditation bringt dir hier Antworten. Also auch das ist nochmal eine wichtige Information für dich, wenn du wirklich nicht weißt, wie soll ich weitergehen, fang an zu meditieren. Du wirst hier in deinen Meditationen Antworten bekommen. Vielleicht siehst du auch irgendetwas aus diesem Reading in deiner Meditation oder du hörst ein bestimmtes Wort. Ja, das Wort könnte Stein sein, weil wie gesagt, der Stein wird mir immer wieder durchgegeben. Und
Das könnte für dich wirklich sehr, sehr wichtig sein. Das nächste, was mir noch als Zwischeninfo reingegeben wird, es kann sein, dass du zum Beispiel überlegt hast, dir irgendeinen Edelstein für was auch immer dir zu holen. Ja, vielleicht hattest du so dieses Kribbeln in den Fingern. Tu es. Ja, also es kann dir hier auch Unterstützung bringen. Das wird mir gerade vom Universum durchgegeben. Also auch sehr gut. Okay. Unterstützung, ja, hier ist die universelle Unterstützung, das Universum hilft hier, das Universum schreitet hier auch mit rein, ja, weil das, was zusammengehört, wird zusammengeführt, das ist die Botschaft, ja, und da gibt es auch nichts anderes, alles, was zu dir gehört, wird den Weg zu dir finden, und zwar immer wieder, ja, und solange, bis beide Parteien es begriffen haben und bis vielleicht auch dritte Parteien es begriffen haben. Und ich habe das Gefühl, dass du hier auch Unterstützung natürlich bei Freunden oder bei deiner Familie oder bei Menschen, die dir einfach am Herzen liegen, finden kannst. Ja, auch das kommt mir hier stark durch. Und du wirst hier, wie gesagt, wir haben noch im Unterdeck die Inspiration, ja, du wirst hier wahrscheinlich sehr, sehr viele neue Ideen bekommen und momentan auch irgendwie das Gefühl haben, ach, das möchte ich gern machen, das möchte ich ausprobieren, vielleicht hast du dir neue Hobbys zugelegt, vielleicht möchtest du wirklich komplett neue Dinge machen, beruflich neu einschlagen, ja, und du überlegst und weißt noch nicht so genau, du hast hier Unterstützung, das ist das eine, und du hast hier momentan so viele Inspirationen im Kopf, ja, dass du vielleicht auch teilweise ein Stück weit überfordert sein könntest, ja, mach es wirklich Stück für Stück und alles, wo du ein bisschen unsicher bist, hilft dir die Meditation, ja, das habe ich hier so. Jetzt möchte ich hier nochmal bezüglich auf die Liebe noch eine Engelsbotschaft haben, was hier noch wichtig wird. Okay, zur Tür fast hinaus. Gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Ja, hier möchte jemand eine Chance von dir, ja? Entweder ist es wirklich eine neue Person oder jemand aus deiner Vergangenheit. Und hier geht es darum, hier ist eine ganz, ganz starke Anziehungskraft zwischen dir und dieser Person, ja? Und hier ist wirklich... ja, wo das Universum sagt, arbeitet dran, ja, hier ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, also das bekomme ich hier wirklich rein. Ja, eine ganz, wie ich finde, sehr, sehr gute Botschaft. Mich reizt es jetzt trotzdem noch einmal, ich möchte noch mal ein paar andere Orakelkarten noch mal schnell schmeißen, ja. Hier gibt es eine Verbindung und hier ist der Seelenpartner, das Unmögliche, die Wunscherfüllung, ja. Man darf hier Geduld haben. Also, oder man durfte hier lange Geduld haben. Auch das habe ich hier. Wir haben hier noch das Ziel erreichen, Volltreffer ins Visier nehmen. Hier hat dich jemand ins Visier genommen, da kannst du dir sicher sein. Und auch hier habe ich wieder den Stein, vielleicht auch eine Brücke, vielleicht wohnt dein Gegenüber näher einer Brücke, einer Steinbrücke, oder ihr habt ein besonderes Erlebnis auf einer Steinbrücke gehabt, ja, auch das wird mir nochmal durchgegeben als kleiner, als kleines Detail für euch, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Genau, ihr Lieben, so, jetzt beende ich auch das Orakel, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir natürlich gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich freue mich riesig darüber und ich bedanke mich da auch nochmal ganz, ganz herzlich für all eure Sachen. Und auch nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Ich habe verschiedene Dinge geschickt bekommen von der Amazon Wunschliste und natürlich ist es so, dass ich hier immer wieder mal etwas davon klar präsentiere. Genau, ihr Lieben. Und was ich noch sagen wollte, für alle, die es noch nicht wissen, mich findet ihr auch noch auf Facebook. Auch da poste ich hin und wieder Botschaften oder auch andere Sachen. Da findet ihr mich unter Janinas Sternstunde. Ich mache keine persönlichen Kartenlegungen, weil ich danach immer wieder gefragt worden bin. Und zu einer Spende, die ihr mir zukommen lassen könnt, kann ich euch sagen, dass ich da Informationen in meiner Kanalinfo verlinkt habe. Genau, das geht über PayPal oder über die Amazon-Wunschliste. Genau. So, ich hoffe, ich habe alles, alle eure Fragen beantwortet und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne restliche Woche und würde sagen, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.